Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind auf dem Weg Richtung Höhle von Stinker. Ich hoffe mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir begeben uns in den Wald Richtung Nordosten. Und wie heißt der Ort? Lugatsch? Irgendwie sowas. Nee. Ledetschko. Hier ist noch ein Questgeber, die werden wir auch nochmal abgehen. Ich will jetzt erstmal die Quest hier fertig machen. Und sobald wir die dann fertig haben mit Neuhof insgesamt, da ist auch nochmal ein Questgeber, dann müssen wir uns um den Müller kümmern, Mensch. Der ist schon richtig, richtig mies drauf, weil wir ihm nicht helfen, obwohl er uns gesund gepflegt hat. Und da hat er auch recht. Es ist ja, es ist richtig, aber wir sind halt zuerst mal unserem Lehnsherrn verpflichtet. Können wir hier über den... Los, Pebbles. Nein, Pebbles. Oh Gott, Pebbles bleibt hängen. Das ist ja auch schön. Wer hat denn hier ein Wasserrad hingestellt? Wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Das Wasserrad am Fluss. Ich würde gern irgendwo hier... Ah, hier können wir rüber. Wir müssen irgendwann mal rechts hoch, ne, in die Richtung. Da können wir jetzt doch querfeldein mal reiten. Pebbles ist da ja geübt darin, durch den dichten Wald durch. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, oder wir bleiben am Baum hängen. Pebbles, was ist denn los mit dir? Das soll einem nicht übel werden bei dieser Lenkerei. So, sind wir schon da? Was war das denn für ein... Moment mal kurz, ich steige mal ab und wir werden hier zu Fuß weiterlaufen. Was ist das denn hier für ein... Okay, da passe ich nicht durch. Das ist offenbar ein Lichtspalt. Oh, ist das jetzt hier schon? Da komme ich ja nie im Leben runter. Wie soll ich denn da reinkommen? Das muss hier irgendwo sein. Da ist es doch. Und das sind Felle, das heißt, hier wird gegerbt. Und hier wird... Oh Gott, was war denn das für ein Rückwärtssprung? Uiuiui. Ein Häschen hoppelt hier durch. Wir haben jetzt keine Zeit zum Jagen. Wir haben entdeckt eine Höhle. Die Frage ist, ob an den anderen Orten hier unten... Ob da auch Höhlen sind. So, jetzt wird er uns gleich angreifen. Wir schleichen uns mal rein. Oder auch nicht. Was haben wir denn für ein schönes Schwert jetzt auf einmal? Der ist doch bestimmt auch schon tot jetzt. Ist das Blut? Oh Gott, was soll ich bloß tun? Nee, er ist noch nicht tot. Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist. Bitte töte mich nicht. Ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten. Ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht um. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du denn? Gut, da hat uns unser Instinkt dann doch ganz gut geleitet, Mensch. Ich komme im Namen von Herrn Ratzig Kubilla und Herrn Hanusch von Leipa. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, jetzt wird er auf einmal wieder... Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen, schenk reinen Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichtshalsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichtshalsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen Riesenanschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande, was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Wir sind immer noch nicht fertig. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein. Haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er an den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich habe ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich.
Gewicht drehte sich zu uns und zischte: Macht ihn kalt! Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte: Zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen. Was haben wir ja schon gehört? Nicht. Dann ging... Doch, das war's nicht? Nein. Was geschah dann? Ich glaube... Also, Finger, wir holten den Heinz an den letzten... Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Was machen wir denn mit dir? Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Oh, da kommt Gesellschaft. Drei Stück. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Ich hab meinen Bogen. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Großer Gott. Okay, Was ist hier los? Ich zieh mal den Bogen. Was ist das? Hey, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Hallo, ich würde gern den Bogen. Das wow! Wieso kann ich denn... Moment. Bevor wir hier kämpfen, würde ich ganz gern... Ach, wir haben keine Pfeile ausgerüstet. Wer hat denn die Pfeile weggelegt? Ich schlachte dich ab! Eieieiei. Jetzt geht ja wieder viel los. Tot. Schön ins Auge. Verdammt, ne? Wo ist eigentlich... Wo ist denn der... Okay, wir wechseln mal kurz aufs Schwert. Oh Gott, der hat ja sogar ein Schild. Wer ist tot? Wer ist tot? Nimm das! Oh, wie er blockt. Oh Gott, das geht so in die Hose. Wo ist denn mein Schwert? Du Hurensohn! Scheißdreck! Das wird mir eine Freude. Wo ist denn der andere? Oh Gott, oh Gott. Du wirst bleiben. Na, aufgeben tun wir jetzt natürlich nicht. Oh Gott. Wie soll denn das gehen hier? Na gut, wir werden das nochmal neu probieren. Wie muss ich denn hier vorgehen?
Vor allem, die sind sofort auf uns zugestürmt. Ich hatte keine Möglichkeit, mich irgendwie von hinten anzuschleichen. Das wird ein langer Kampf, das sehe ich jetzt schon. Es sei denn, ich kann es wieder mit Pfeil und Bogen machen. So, jetzt müssen wir gleich mal ausrüsten. So, jetzt läuft er nach vorne. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Mehr hast du nicht drauf? Tja, einen haben wir jetzt. Da sind wir jetzt hier runter. Du bist tot. Zweimal? Gnade. Von wegen Gnade. Bleib stehen. Wie er hier wegläuft, der Feigling, bleib hier, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach, shit. So, wo sind jetzt die anderen beiden? Hey, wer ist da? Ja, ich bin da. Was ist hier los? Ich frag mich ja jetzt nur. Hey. Wer ist da? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Hat er einen Purzelbaum gemacht. Okay, gut. Also erstmal hier plündern. Der hat nämlich eine schöne Rüstung getragen. Ich nehme alles mit, auch einen schönen Lederwams. Questgegenstände nicht. Dietrich nehmen wir mit. Groschen nehmen wir auch mit. Und hier vorne müsste noch... Oh, da liegt noch ein Schild, oder? Ja, ein schwerer Schild. Und was ist denn treuer Gefährte? Ein Schwert. Aha. Wo ist jetzt der andere hingelaufen? Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwo ein Schwert gesehen. Hier. Gut, wir sind wieder zu überladen momentan. Ärgert mich ein bisschen, dass der zweite weg ist. Wo der dritte hin ist, ich weiß es nicht. Interessanter Ort. Erkundige dich bei der Windmühle nach Timmy. Aber wo ist der? Ne, jetzt müssen wir nur noch nach Timmy suchen. Der andere ist weg. Die waren doch zu dritt und irgendwie... Da ist unser Pferd. Der Stinker ist nämlich jetzt auch weg. Der hat den irgendwo... Naja. Okay. Ich bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Aber auch wieder mit Pfeil und Bogen, ne? Wie soll man sich denn gegen drei gleichzeitig wehren? Das verstehe ich nicht. Schwerer Schild. Könnte man theoretisch mitnehmen. Rüstung. Dunkle Fußwickel. Wir haben aktuell die leise Treter an. Die behalten wir auch an. Geflickte Beinlinge. Sind die denn besser? Sind nicht so auffällig. Yep, weil die natürlich auch dunkel sind. Dann ziehen wir die an. Gepolsterte Beinlinge, die können wir eigentlich wegmachen. Ablegen. Und die geteerte Jacke lassen wir erstmal an. Lederwams, da haben wir einen besseren jetzt. Und eine leichte geteerte Jacke. 4. Die ist sogar besser noch. Moment. Sichtbarkeit 9, 2 und 7. Das ist ja richtig gut. Lieber die leicht geteerte Jacke. Schwarze Gurgel. Google. Finde ich auch ganz schön. Wunderbar. Den Rest schmeißen wir weg. Also schmeißen wir nicht weg, sondern geben wir in die Satteltasche. So, essen müssen wir nichts. Dietrich, das passt auch noch alles. Jetzt schauen wir mal an Schwerter. Jagdschwert. Können wir denn das verwenden? Ja, das können wir verwenden. Macht ein bisschen mehr Schaden. Treuer Gefährte kommt weg. Das kommt auch weg. Schild behalte ich jetzt mal an. Oh, ein wunderschönes Schwert, muss ich jetzt schon sagen. Und wir schauen schon jetzt aus wie ein kleiner, fieser Räuber.
auf geht's nach Norden. Bloß jetzt nicht irgendwo reinfallen. Bogen stecken wir mal weg. Wir müssen jetzt Richtung Norden hier hochreiten. Hier ist noch ein Ort. Weiß ich jetzt nicht, ob wir hier schon durchgekommen sind. Vorne sind Rehe. Tja, wo wird der Sticker hin sein? Ich weiß es nicht. Der hat offenbar einen einfach abgelenkt. Und die sind irgendwo hin verschwunden. Und entweder der Stinker hat überlebt oder er liegt irgendwo im Gebüsch. Kann auch sein. Hier haben wir einen kleinen Weg. Das ist schon mal was Schönes. Dann müssen wir nicht querfeldein laufen. Eine Hütte im Aufbau oder Abbau, je nachdem. So, wir geben mal Gas. Da kommt. Oh Gott, Gott, wo müssen wir denn hin? Einfach mal so in die generelle Richtung wird schon passen. Ist das unser Pferd, das hier so atmet? Oder sind wir das? So, da oben ist die Mühle. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen endlich die Mühlenquest machen. Die hängt mir immer noch nach, Mensch. So, etwas langsamer jetzt. Was entdeckt? Die Windmühle. Und da habe ich gerade jemanden reinlaufen gesehen. Der hat sich schnell versteckt jetzt hier. Da ist er. Ach, da ist er auch. Nee, das ist er nicht. Der Timmy. Sind beide Dorfbewohner. Beste Grüße. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder... hat das mal, was weiß ich. Natürlich ist er verschwunden. Vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Das wäre auch zu einfach, wenn der hier rumlaufen würde. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Lüge. Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Die führt doch was im Schilde. Schon sehr idyllisch hier oben. Muss man auch mal sagen. Die sind hier offenbar alleine. Komplett hier oben. Ein riesen... Hast du mich gerade angeknurrt? Hallo? Geht's noch? Ich zück gleich mein Schwert, blöder Hund. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm in der Nähe von Merhoyet. Okay.
der Wicht jetzt gewesen? Die Bande? Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Natürlich, du bist sehr vertrauenserweckend. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ja, wir können ihm ja sagen, dass wir auch nach ihm suchen, das weiß er ja. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Niemals. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ah, dann würden wir quasi herausfinden, wo das Lager ist. Oh, wir können ihn überzeugen. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Na gut, wir werden den natürlich jetzt nicht verraten, dass er auf Kolbens Hof ist. Er soll sich in Rathai verstecken. Ach ja? Wo in Rathai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kann natürlich... Kommt, Jungs! Kann natürlich auch jetzt sein, dass der Fleisch in Rathai Probleme jetzt bekommt, ne? Das habe ich jetzt nicht bedacht. Eieiei! Die laufen da jetzt hin und dann fragen die ihn und dann sagt der natürlich, nö, ich weiß nicht, wo der ist, ich kenne ihn gar nicht. Und dann schlagen die ihn. Hallo? Kann ich mit dir reden? Was willst du? Läufst du mir jetzt nach oder was ist los? Natürlich läuft er mir nach. Kann ich dich irgendwie von hinten erdolchen? Umhauen. Oh, Mist. Was ist los? Hey, kann ich dir nicht mein Schwert ziehen? Ich mach dich kalt. Oh, da hat er mich aber jetzt erwischt. Niederschuft. Kampf neue Stufe erreicht. Ich hab den jetzt erdolcht einfach so, weil er ein Bösewicht ist. Nicht wundern. So, was haben wir denn hier? Waffen hat er keine. Dunkle Fußwickel. Können wir Jagdhandschuhe, können wir gut verkaufen. Ansonsten hat er nicht viel mit dabei. Der hat doch irgendwo, sein Schwert liegt doch noch. Was ist das, Pika? Was ist das denn, guter Schwert? Pika. 41, das ist sogar besser als unser Jagdschwert. Und wir können es nutzen, das gibt's ja gar nicht. 41, 34, 2. Beim Schlagen ist ein bisschen schlechter. Beim Wuchtschaden auch. Jagdschwert hat auf alle Fälle mehr Charisma. Wir bleiben beim Jagdschwert. Na dann. Müssen wir jetzt hier rüber zu Timmy. Und das machen wir in der nächsten Folge. Das ist in die Richtung. Da werden wir dann auch wieder hinreiten. Ich gehe mal noch runter zur Straße. Zum Weg, besser gesagt. Und dann müssen wir in die Richtung. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.